Praktikum Physikalische Chemie. Das Siedediagramm einer binären Mischung. Um eine Mischung zum Sieden zu bringen, muss sie so lange erhitzt werden, bis der Dampfdruck der Mischung gleich dem Außendruck ist. In einem binären System liegen in der Mischung Komponente A und Komponente B vor. Der Dampfdruck der Mischung ist dann gleich der Summe der Partialdrücke der einzelnen Komponenten. Für den Dampfdruck P einer idealen Mischung gilt das Daltongesetz. Es handelt sich um eine ideale Mischung, wenn die Wechselwirkungen zwischen allen Teilchen des Systems gleich sind. Die Partialdrücke sind wiederum proportional zum Stoffmengenanteil x der jeweiligen Komponente in der idealen Mischung und werden durch das Raoultsche Gesetz beschrieben. Der Gasraum über der Mischung hat eine andere Zusammensetzung als die flüssige Phase, mit der im Gleichgewicht steht. Die Molenbrüche in der Gasphase errechnen sich nach diesen Formeln. An einem Siedediagramm kann abgelesen werden, wie eine Mischung AB siedet. Auf der x-Achse wird die Zusammensetzung der Mischung aufgetragen. Dabei schreibt man den Leichtsieder auf die rechte Seite. Auf der y-Achse wird die Temperatur aufgetragen. In dem Diagramm sind die Binoden aufgetragen. Hier kann die Zusammensetzung der flüssigen Phase und der Gasphase abgelesen werden. Die Siedelinie ist konvex und die Kondensationslinie konkav gekrümmt. Beide Kurven sind homogen fallend, haben kein Maximum oder Minimum und schneiden sich nur in zwei Punkten, also in den Siedepunkten der reinen Stoffe. Zwischen den Binoden befindet sich der Zweiphasenbereich mit den Konoden. Mithilfe des Diagramms kann man vorhersagen, wie eine Mischung siedet und kondensiert. In dem Versuch soll eine Kalibrierkurve erstellt werden, um die Zusammensetzung einer S6-Säure-Butylester-Acetonmischung zu bestimmen. Zudem soll ein Siedediagramm dieses Systems konstruiert werden. Die Versuche werden in einer Gleichgewichtsapparatur nach Ottmar dargestellt. Zunächst werden die Brechungsindizes der Mischung bei 25 Grad bestimmt. Anschließend wird jede Mischung bis zum Siedepunkt mittels Heizpilz erhitzt und die Siedetemperatur ermittelt. Vom Kondensat wird eine Probe am Hahn gezogen und der Brechungsindex des Dampfes bestimmt. Es stehen 8 verschiedene Essigsäure-Butylester-Aceton-Mischungen zur Ermittlung des Siedediagramms zur Verfügung. Von diesen Mischungen wird der Brechungsindex zweimal bei 25 Grad mit einem Refraktometer gemessen, um die Zusammensetzung zu ermitteln. Hieraus wird die Kalibrierkurve des Brechungsindexes als Funktion des Molenbruches erstellt. Dann wird die Mischung in einen Zweihalskolben mit Siedesteinchen eingefüllt. Mittels Heizpilz wird die Flüssigkeit zum Sieden gebracht. Um die Siedetemperatur zu messen, werden die Temperaturfühler zunächst in ein mit Eiswasser gefülltes Dewar-Gefäß getaucht. Nach 10 Minuten wird die Anzeige angeschaltet und auf 0 Grad gestellt. Der Temperaturfühler T1 wird entnommen, abgetrocknet und in die Apparatur eingesetzt. Wenn sich der konstante Siedepunkt eingestellt hat, wird eine kleine Probe des Kondensats aus dem Hahn entnommen. Der Brechungsindex des Kondensats wird zweimal bei 25 Grad ermittelt. Mithilfe der Kalibrierkurve kann die Zusammensetzung des Kondensats bestimmt werden. Mit den restlichen Proben wird analog verfahren. Kommen wir nun zur Auswertung. Das Siedeverhalten von dem System Acetonester wurde untersucht. Die Ermittlung der Zusammensetzung der Mischung geschah durch die Bestimmung der Brechungsindizes mittels Refraktometrie. Die Tabelle 1a zeigt die Brechungsindizes der genauen Einwagen des Systems. In Tabelle 1b sind die berechneten Molenbrüche aufgeführt. Diese lassen sich über die Formel berechnen. Die Beispielrechnung des Ester-Molenbruches wurde für die Mischung Nummer 2 durchgeführt. Anhand der Zuordnung des Brechungsindex zum Molenbruch kann eine Kalibrierkurve erstellt werden. Die Formel der Kalibrierkurve wird benötigt, um die Molenbrüche von Aceton und Essigsäurebutylester zu berechnen. Anschließend wurden die Proben bis zum Sieden erhitzt. Die Siedetemperatur sowie die Brechungsindizes der Flüsselphase und der Gasphase wurden ermittelt. Um den Molenbruch der einzelnen Mischungen zu bestimmen, muss die Funktion der Kalibrierkurve nach x umgestellt werden. Für y wird der bestimmte Brechungsindex eingesetzt. Die Rechnung zeigt das Ergebnis beispielhaft für das Kondensat bei einer Zusammensetzung von 26 zu 75. Die grafische Auftragung der Gleichgewichtstemperatur gegen den Molenbruch x ergibt die Siedelinie. Die grafische Auftragung der Gleichgewichtstemperatur gegen den Molenbruch y ergibt die Taulinie. Abschließend wird das Auswerteblatt mit den richtigen Werten ausgefüllt.